So, liebe Medienvertreter, die jetzt und auch liebe Fans, die jetzt live auf YouTube dabei sind, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel in der ersten Runde des DFB-Pokals. Ich begrüße hier oben auf dem Podium die beiden Trainer, Mersat Selimbegovic von Jahn Regensburg und FCK-Cheftrainer Boris Schommers. Auch heute gebührt natürlich das erste Wort den Gästen. Herr Selimbegovic, Ihr Kommentar zum Spiel, bitte. Ja, vielen Dank. Ja, Pokalfight 120 plus. Und am Ende Gott sei Dank mit Happy End für uns. Wir sind richtig gut ins Spiel reingekommen. Wir haben, glaube ich, in der ersten Halbzeit dominiert. Wir hatten, glaube ich, 8:0 Torschüssen und wir haben, glaube ich, fast 60% Zweikämpfe gewonnen. Wir mussten da einfach noch kaltschnäuziger sein und Führung nochmal erhöhen und dann wäre das um einiges einfacher. Bis zur 6. Minute war das auch ungefähr dann ausgeglichen und wir haben dann uns, glaube ich, irgendwie von den Führungen und so, von dem, was wir in Hand haben, irgendwie ein bisschen eingesteckt. Wir haben zu wenig Fußball gespielt, dann haben wir dann beim Anlaufen vorne nicht mehr diese Frische gehabt, dann hast du auch keine Konsequenz da oben, wenn du anläufst und ein oder andere Torschance im 16er paar brenzlige Situationen und dann natürlich die Standards, die sehr, sehr gefährlich sind, laut einer Mannschaft, die das richtig gut machen, die haben es wirklich dann richtig Druck gemacht, auch verdient, ausgeglichen und ja, wir waren richtig unter Druck, könnten das nicht mehr so machen wie erste Halbzeit, nichtsdestotrotz, wir hatten zweite Halbzeit auch zwei, drei richtig gute. Ich sag's, glaube ich, wir haben am Ende das letzte von Becker in 88. Minute, das zu entscheiden. Ja, in der Verlängerung kriegen wir diese gelbe-rote Karte und dann natürlich wird es nochmal schwieriger, aber Gott sei Dank, die Jungs haben wirklich Charakter gezeigt, die haben sich dagegen gestemmt, mit einem weniger, 30 Minuten und ja, im Elfmeter gewonnen. Im Summe, glaube ich, wenn man erste Halbzeit und das alles summiert, mit leichten Vorteilen, dann wenn es alles summiert wird für uns und bin froh, dass wir endlich mal im Pokal auch in einer Runde weiter sind. Glückwunsch und ein Riesenfight und alles Gute weiterhin für Kaiserslautern und Kollege Boris. Danke für die ersten Worte, dann freuen wir uns jetzt auf das Fazit unseres Cheftrainers Boris, bitte. Zuerst Gratulation an Mersat, an sein Team, an Regensburg für den Einzug in die zweite Runde des DFB-Pokals. Wenn wir das Spiel kurz durchgehen, auch bevor ich dazu komme, auch Gratulation an meine Mannschaft für das Spiel, was sie heute abgeliefert hat, für das gute Spiel, was sie heute abgeliefert hat. Wenn wir ins Spiel reingehen, glaube ich, hat es zumindest für die erste Halbzeit der Trainerkollege genau richtig formuliert. Wir wussten, dass der Gegner sehr präsent ist, dass er sehr hoch presst. Wir haben dort nicht die Sicherheit gehabt in der ersten Halbzeit, auch nicht den Mut gefunden, unser Spiel zu spielen. Dementsprechend sind wir gar nicht ins Spiel reingekommen. Der Gegner hat die erste Halbzeit schon auch dominiert, mehr Spielanteile gehabt. Ich glaube, wir hatten in der ersten Halbzeit ganz wenige Chancen, wenn überhaupt. Wir haben dann in der Halbzeit darüber gesprochen, was wir besser machen können, vor allem, dass wir uns auf uns konzentrieren sollen, unser Spiel machen sollten und diesen Mut zu haben, es wieder auf den Platz zu bringen, wie wir es vorher auch gemacht haben. Wir haben dann, glaube ich, ab der zweiten Halbzeit ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Dann hatten wir mehr Feldvorteile, dann haben wir mehr Torchancen gehabt, kommen folgerichtig zum Ausgleich, haben ja, zwei, drei Großchancen noch durch Pouré und durch Distanzschuss. Kommen dann, ich glaube, der Gegner, ja, Kollege hat es gesagt, ein, zwei Chancen, gefährlich in der 86., die habe ich noch im Kopf, da kann es nochmal schief gehen, aber davon müssen wir vorher schon in Führung gehen. Ich finde, wir haben es wirklich in der zweiten Halbzeit so gespielt, dass wir richtig Druck gemacht hatten und wenn ein Tor gefallen wäre, wäre es für uns verdient gewesen. Gehen in die Verlängerung und auch in der Verlängerung waren wir das bessere Team heute und dann kommt für mich eine spielentscheidende Situation, unter anderem eine spielentscheidende Situation, eine gelb-rote Karte für den Gegner, woraus ein Freistoß resultiert, woraus aus den Aussagen, die mir zugespielt wurden, ein komplett reguläres Tor erfolgt. Und ich glaube, wenn man, ich weiß nicht genau, welche Minute es war, aber wenn man in der Verlängerung mit einem Mann weniger sofort den Nackenschlag bekommt eines Gegentores, dann ist das ein physischer Vorteil für uns und auch ein psychologischer Vorteil, der wurde uns heute genommen. Und nichtsdestotrotz müssen wir es dann schaffen, und das ist das, wo wir uns an die eigene Nase packen müssen, aus einer knapp 30-minütigen Überzahl noch mehr Torchancen rauszuspielen. Wir haben die Großchance durch Marvin freistehend und haben hinten raus noch ein, zwei Chancen, haben es nicht geschafft, müssen ins Elfmeterschießen und heute war das Glück beim Elfmeterschießen bei Regensburg. Dementsprechend haben sie dieses Spiel gewonnen und gehen ja, als Sieger nach Hause. Gratulation nochmal dafür. Aber meine Mannschaft hat heute wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht
Und was wir für uns mitnehmen, ist, dass wenn wir uns auf uns konzentrieren und von Beginn an das auf den Platz bringen, was wir wollen, dann werden wir auch in der Liga eine richtig gute Rolle spielen und vor allen Dingen gute Spiele absolvieren. Dankeschön. Danke, Boris. Dann kommen wir jetzt zu den Fragen, die uns die Medienvertreter haben zukommen lassen. Und da gebe ich direkt mal ab an den Kollegen. Ja, hallo Merzat. Fragen von Medienvertretern aus Regensburg. Ich fange mit der ersten von Fabian Rossmann an. Du bist schon kurz darauf eingegangen. Wie groß ist die Erleichterung, endlich mal weiter zu sein im Pokal? Und ist das wieder auch zweitrangig? Ja, für mich, wie ich schon vor dem Spiel gesagt habe, in der Pressekonferenz, war viel wichtiger, wie wir uns präsentieren, wie wir als Mannschaft unterwegs sind. Wir haben ein paar Probleme in Vorbereitung gehabt. Wir haben ein Dutzend eingeschlagene Spieler, die heute nicht dabei sein könnten. Und ich bin unheimlich stolz auf Mannschaft, wie die das gemacht haben. Erste Halbzeit und Verlängerung, wie die sich dagegen gestemmt haben. Und noch dazu kommt, dass wir im Elfmeterschießen ein bisschen mehr Glück hatten als Gegner. Und wir sind unheimlich froh, dass wir weiter sind. Dann zwei Fragen, die man zusammenfassen kann. Wie sehr hat es dich geärgert, dass sich nach der extremen Dominanz in der ersten Halbzeit lediglich ein 1:0 zu Buche stand für den Jahn? Und dann hinterher von Fabian Rossmann auch noch, wie sehr ist die erste Halbzeit auch was Hoffnung macht für den Freitag? Also ich glaube, wir haben selten so eine Halbzeit mit dem Tempo und Dominanz gespielt. Wir mussten einfach 2-0 machen und wir hatten das, glaube ich, wir könnten das ein, zwei oder dreimal sogar machen. Und es ist klar, dieses Tempo 90 Minuten zu machen. Und mir macht das alles, das ganze Mut, nicht nur erste Halbzeit, weil die Mannschaft hat sich dann in auch schwierigen Momenten dagegen gestemmt. Wie gesagt, es sind viele Leute, die heute nicht dabei sein könnten. Beim Leute, die da sind, auch in Vorbereitung, brutales Programm gehabt, weil wir konnten auch nicht so rotieren, wie wir uns das vorgestellt haben, jetzt in den letzten Testspielen. Wir haben am Samstag und Sonntag zwei Testspiele gehabt. Uns war klar, dass Kaiserslautern sich das nicht so einfach entfallen lässt wie die erste Halbzeit. Die haben natürlich Druck gemacht und das ist auch psychologische Sache. Du bist 1-0 hinten, spielst zu Hause im Pokal, du hast nichts mehr zu verlieren und dann ist das psychologische Vorteil. Dann machst du noch 1-1, hochverdient, dann bist du auf den Drücker 2-1 zu machen und das ist nicht einfach, sich dagegen zu stemmen. Und nochmal, warum mich das Ganze stolz macht, ich wiederhole nochmal, wir haben heute gegen einen Gegner gespielt, der eine überragende Mannschaft hat, die sehr gut zusammen harmonieren, die sehr kompakt sind, die spielerisch auch stark sind und wir haben nicht irgendwo was Weißes gespielt. Von daher macht mich das Ganze Mut. Gut, dann mache ich mal weiter mit den Fragen für Boris Schommers. Da fragt Tommy Rhein von der AZ und Andreas Böhm von der Rheinpfalz, die wollen beide wissen. Herr Schommers, was haben Sie in der Halbzeitpause der Mannschaft mit auf den Weg gegeben, dass es dann zu der Leistungssteigerung nach dem Wechsel kam? Dass wir den Respekt mal ablegen sollten und dass wir einfach mutiger spielen sollten und uns auf unser Spiel konzentrieren. Denn das haben wir in der ersten Halbzeit nicht gemacht. Wir waren natürlich durch den frühen Gegentreffer nach 4 Minuten verunsichert. Ja, und haben dann eben nicht mehr den Mut gehabt, unser Spiel zu spielen und das auch dem Gegner aufzuzwingen, weil der Gegner es auch in der ersten Halbzeit gut gemacht hat mit seinem hohen Pressing. Und dann haben wir einfach darüber gesprochen, dass das aber ein Stilmittel von uns ist, dieser sichere Ballbesitz, dass wir eine gute Mischung finden müssen und dass die Mannschaft einfach den Mut finden soll, das zu machen. Dann werden sie schon merken, dass es funktioniert. Und genau das haben sie in der zweiten Halbzeit richtig gut gemacht. Und man hat ja dann gesehen, dass wir in der zweiten Halbzeit dann auch gute Chancen hatten und eben auch zum Ausgleich und beinahe auch zum Führungstreffer kommen. Dann haben wir noch zwei Fragen von Andreas Böhm von der Rheinpfalz. Zum einen, Herr Schommers, was hat Sie bewogen, Yannick Bachmanns anfangs auf die rechte Seite zu beordern? Und gleich noch hinten dran die Frage, was können Sie und Ihre Mannschaft trotz des bitteren Ausscheidens an Positiven für den Rückrundenstart oder für den Rundenstart am Freitag mitnehmen? Ja, auf Jay bezogen geht es ja darum, wer wo auf welcher Position vielleicht am besten ist, beziehungsweise wie wir auch die Position besetzen. Wir haben auch Tim Rieder auf der 6 gehabt. Wir hatten die klare Thematik, dass wir wussten, dass die Bälle leicht diagonal vor die Kette kommen. Dementsprechend mussten wir dort mehrere kopfballstarke Spieler haben gegen den Ball. Und mit dem Ball ist Jay ja auch jemand, der sich in den Räumen gut bewegen kann. Dementsprechend war es auf ihn dort gefallen. Und die zweite Thematik, was wir mitnehmen können, ja, ich bin einfach sehr stolz auf die Mannschaft, aber vor allen Dingen auch sehr zufrieden mit dem, was sie ab der zweiten Halbzeit gespielt hat. Wir haben im Prinzip 75 Minuten zweite Halbzeit und Verlängerung waren wir aus meiner Sicht das bessere Team und das gegen einen gestandenen Zweitligisten. Ja, und das muss man hier dann auch mal ansprechen. Ich glaube, man hat keinen Klassenunterschied gesehen. Wir waren in der ersten Halbzeit die wesentlich schlechtere Mannschaft.
dann waren wir die bessere Mannschaft. Das war ein offenes Spiel. Wie gesagt, leicht schon zu uns gekippt und das können wir mitnehmen, wenn wir uns auf unsere Arbeit konzentrieren, wenn wir uns auf unseren Matchplan und auf unser Spiel konzentrieren, dann werden wir auch in der Liga gute Spiele absolvieren und dann auch Punkte holen und Siege einfahren. Dankeschön, mir liegen zunächst keine Fragen der Kollegen mehr vor und ich gebe nochmal an den Kollegen aus Regensburg ab. Martin, bitte. Dann noch zwei Fragen vom Felix Kronawitter. Die erste, wie bewertest du die gelb-rote Karte gegen Nicolas Wenning? Ich habe die Bilder noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn das Schiedsrichter so entscheidet, dann der stand gleich daneben. Dann muss ich ihm glauben und vertrauen, dass das richtig war. Aber wie gesagt, ich muss die Bilder nochmal in Ruhe anschauen. Zweite Frage von Felix Kronawitter. Wie war die Gefühlslage bei dir vorm Elfmeterschießen? Getreu der Devise, der Meier wird es schon richten? War nicht die Devise, der Meier wird es schon richten. Dafür ist er da. Es war einfach gutes Gefühl, weil wir wirklich 30 Minuten in Unterzahl einen Riesenkampf abgeliefert haben und dann habe ich auch einfach den Jungs auch gesagt, dass die schon, egal wie das beendet, aufgrund dessen sehr stolz auf das sein können und dass eigentlich, wenn wir weiterhin daran glauben, dann werden wir das auf unserer Seite auch ziehen und Gott sei Dank hat in 11 Meter einfach mehr Glück heute. So, weitere Fragen liegen nicht vor. Dann bedanke ich mich bei beiden Trainern für die Stellungnahmen hier und wünsche uns allen, vor allem aber natürlich den Gästen aus Regensburg, einen guten Nachhauseweg. Dankeschön.